who journey to this newfound paradise, we welcome you. Indigo Park offers a slice of the American dream to call your own. In this place, echoes of days gone are brought back to life as a new generation captures a glimpse of the exciting potential of tomorrow. Indigo Park pays homage to the values, dreams, and unwavering truths that gave rise to our great nation. Here you embark on the journey of a lifetime, a place of creativity, joy, and fantasy, where your dreams soar. Bin die ersten Weg. Hat er nicht. Tommy, danke schön für die Witz. Playthrough und der Typ taucht raus, das ist cool. Das ist super schade. Wie gesagt, also der erste Teil von Amanda ist super cool und da hängt man nicht so an den Rätseln. Wir haben da, glaube ich, auch alles einfach selbst herausgefunden. Und es war auch alles sehr nachvollziehbar irgendwie. Nicht so wie das jetzt gerade, so gar nicht. Ah, okay. Oh Gott, die Steuerung ist... Weil was man zuerst findet, kannst du ja nicht genau bestimmen. Hi there and welcome to Indigo Park, the world's most innovative and engaging family fun experience. Jump into the world of your favorite character. Wait, you're our first guest in 2920 days, 4 hours, 23 minutes and 38 seconds. Congratulations! I'm Rambly, Rambly the Raccoon, and it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is the most fun it can be. Just hop on over to the registration center to your left, where our friendly assistant will help you begin your adventure in the park. Das ist nicht der erste Park, in dem ich heute bin. Hi, I'm Rambly, Rambly the Raccoon, and it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is registered. Let me just get a good look at you. You don't seem to have your face in our guest list. Is this your first time here at the park, or did you just get plastic surgery? No worries, it's Rambly Tuesday, so you qualify for a big discount on your visit. Just follow me to the main gate. Ooh, I can't wait for you to see everything Indigo Park has to offer! Okay, also wieder zurück. Irgendwas sehr wobbly, ne? What's the hold up? The gate is open. Head on into the entryway. Hold on. My mistake. The gate is not open. There seems to be an error message being sent from the gate's power unit. Lucky you! You get to be the first person to try our turn on the generator mini Rambly venture. Have fun! The Indigo Violet Compact Power Generator. But it seems to be inoperable. Looks like it's missing a piece. Can you find it? Position von zwei Zahlen nicht. Ja, aber das ist doch... Also auch wie man darauf kommt, ist irgendwie total... Hä? Ist doch irgendwie total lame, oder nicht? Irgendwie... muss. Den Teil, ach so, ich habe nämlich zugehört, weil wir noch quatschen. Sehr gut.
Ja, vielleicht war das ja nur ein Intro zum Game, dass man dann auf der Kassette da das Richtige sieht oder so. Und dass das dann auch das Hauptgame ist. Okay, for real this time. Welcome to Indigo Park! Danke! Habe ich schon ein paar. Aber den Löwen. Doch, den Löwen habe ich. Ach, den Vogel habe ich nicht. Oh, silly Rambly. Every guest needs a critter cuff. That will allow you access to reserved areas, charge payments to your room, and wear a critter cuff. I think there's some in the gift shop. Head in there and I'll get you set up. Desk. Okay, Critter Corner. Ich denke, wir sollen da rein. Oh, oh. Here you go, buddy. Your very own Critter Cuff. A new way to interact with the park that also doubles as a pedometer, heart monitor, and mood ring. Data disclosure agreement included. Oh, the door mysteriously locked. Why not test out your band and save the day? Hooray! Great work, buddy. Now try entering the park and we can start our Indigo adventure. Habe ich heute schon mehrmals gehört, dieses Hey, willkommen! Gleich kannst du dein Abenteuer anfangen. Ist halt nicht das erste Game in der in dem Gebiet. Macht mir ab jetzt Angst. Hätte man auch einfach hier so reingekonnt, weil der Stein so special hier liegt. Ohne das Bändchen so. Maybe. Maybe. Oh Mann, das ist ja ein Zufall. Ja, und Jens? In our dust, buddy. Looks like the park is going through some renovations. For the inconvenience, your Rambly Tuesday discount will be 3% off. Why not celebrate this great deal with a ride on my railroad? To test your sleuthing skills, I'll let you find this one all by yourself. Mann, hab sie gefunden. Ist überhaupt eine Wonderwall? Na, eine Wunderwand. Was für eine doofe Frage. Your facial data suggests you may be a bit older than the target audience for this ride, but it's one of my favorites. Do you know why Rambly the Raccoon loves Rambly's Railroad? Because I like trains.
Rambly's Railroad. I'm Conductor Rambly. Oh, look! It's Molly McCaw! It's Molly McCaw, the greatest pilot you ever saw! You sure are, Mol. Why, you only crashed into 6 bars this week! I'm not crashing, Rambly! I'm barnstorming! What's barnstorming? It's crashing with style! It barely hurts at all! Say, those young adventurers you've got along with you look like great pilots! Why not try your hand at flying in my ride? Rooftop races! Admission included with your critter cap. Ich muss kurz die Bodentextur begutachten. Oh. Gute Bodentextur. Mmh. Oh, Finley! Come on out and greet the people! Hi, Rambly. Why the long face and body? You've known me for 100 years, Rambly. I'm always long, because I'm always longing for a new seashell for my collection. Oh, Finley, you should come out of your shell. How about you come into it instead? My ride, Oceanic Odyssey, will teach you all about the wonders down under the deep blue sea. It's as blue as me. I hope you'll visit. I'm so lonely. Oceanic Odyssey currently closed for repairs. Oh Gott! Da war noch gerade so. Gucken, oder? Weiterfahren, bitte. Ah, warum ist hier gut? Reingelaufen, das ist noch gruseliger. Dann leiser? Okay. Habt ihr etwa Angst, Chat? Hm. Ist euch das Spiel zu laut? Hm. Wo war das? Warum ist da Blut gewesen? Ja, und nun? Hey, weiß ich nicht. Tür bitte auf, danke. Okay, rennen finde ich gut, rennen finde ich... Oh mein Gott. Oh, geht weiter. Ah, was, Potter? Du findest das null gruselig? Okay. Hey there, Lloyd. Do not shame me with that common folk name! I am the proud, the prestigious, the professional Lloydford L. Lyon, actor extraordinaire! Great act, Lloyd. Of course it was! I'm the real star! Obst, danke schön für den 11. Monat. Entschuldigung, 11. Danke sehr. Licht. Da. Ich möchte raus. Danke. War eine schöne Fahrt. So, what do you think? Pretty fun, right? Now you know all about my friends and Lloyd. So, where do you want to go? Hat mich da ein Dino verfolgt oder was ist das eine Bild?
Oder bin das ich? Weiß nicht, wie ich aussehe. Oh, ich hätte gern ein Waschbärkostüm. Waschbärhut. Gut, ist jetzt für mich nichts Besonderes. Das gibt es hier überall, aber... Also wenn man Waschbär-Merch möchte... Ich bin arschklein. Ich bin ein Kind, oder? Ich muss ein Kind sein. Eindeutig. Was anderes fällt mir nicht ein. Theater. Oh. Die Uhr ist kaputt. Hier hin? This here is an information kiosk. If there's anything around the park you want to ask me about, just stop by here and I'll ramble on about it. Ach, collecte bills. What? Congratulations! You found me! Don't I look adorable? Wow, is that a limited edition gold ramping plush? Parents were fighting tooth and nail for those things when they came out. Seriously, our employees had to clean up so many stray teeth and nails. Hard to believe there was all that demand for a regular rambling plush we just blasted with gold spray paint. Well, look at that! You're at Jetstream Junction! Oops! Looks like Jetstream Junction's being tuned up! Last I checked, there's a security office in the back of the theater. Maybe a friendly wrangler can help you get in! Lloyds Main Stage. Aber so wie Mähne geschrieben. Okay. Next. Neusons? Gucken, ob hier Collectibles sind. Deswegen gucke ich auf alle Sitz rein. Hey, buddy, I've got eyes all over the park, but I can't see anything behind the stage. If you're going back there, be careful. Your Kritikov is not yet able to resuscitate you. Wo ist Mr. Papaya eigentlich? Papaya, du musst es hier mit uns durchstehen. Wir sitzen alle im selben Glas. Solche Gänge finde ich immer so unheimlich. I hate it. Nichts im Vergleich zu Marianne. Oh, wie weit bist du bei der Serie? Ja, Marianne hat eine geile Atmosphäre, ne? Oh Gott! Hilfe! War laut. Thank you.
10 Minuten geschafft. 10 Minuten von der ganzen Serie, also von der ersten Folge. Okay, jetzt wieder zurück, oder was? Mann, ich kann die Tür auch selber aufmachen. Danke, liebe Gentleman-Horror-Monster-Dinger. Die Mutter. Alter, die Mutter ist crazy. Die Schauspielerin dafür, ne? Also die schauspielerische Leistung von der alten Dame finde ich echt richtig gut. Das ist einfach krass. Irgendwo gleich kommt noch ein Jumpscare. Das Lächeln. Mhm. Guck mal, wenn ich das Licht ausmache, ist weniger gruselig, oder? Okay, nee, dann finde ich hier nicht mehr raus. Aber dann sieht man nicht, was auf einen zukommt. Was? Sorry. Ich hab nichts gemacht. Creepy. Kommt doch noch was, oder? Cola. It's a great warm-up before we get into the bigger rides. Just take it up at Molly's landing pad. The braces landing pad. To the right again. Don't worry though, your pal Rambly has the repairman on speed dial. We're sorry. The number you have dialed has been disconnected or is no longer in service. Please check the number and dial again. Say, why don't you check out Molly's landing pad? It's not far from here, and it's a great cool down after that exhilarating ride. Just take a down from Molly's rooftop races. Okay, nochmal runter. Irgendwie wird mein Licht weniger, habe ich das Gefühl. Ah ja, jetzt können wir zum Landing Pad. Ich weiß, dass ihr da rein wollt.
This is creepy. A bit. It's a bit creepy. Voll das Labyrinth hier. Du verstehst mich kaum, weil das Spiel so laut ist. Okay. Ja, Chat, ich kann auch noch leiser machen. Nicht noch irgendwas? Oh ne, okay. Doch. Hallo. Das ist Blut. Das Gelb ist ein Kreis, ne? Ja. Okay. Ich glaube, wir sind sehr mini. Wir sind sehr, sehr klein. Wir konnten vorhin gerade mal so ganz knapp über den Tresen gucken. Sind wir das Monster? Das ist ein unheimlicher Raum. Well. Könnte, wäre das natürlich nice. Und ups. Umdrehen. Und go. Ja, oh, sprinte doch einfach, Mann. Oh, lauf doch, please. Lass die Taste halt gar nicht los, keine Ahnung. Bleib einfach zwischendurch stehen. Nicht überhaupt richtig.
Ah ja, ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Wie lang ist denn das noch? Ah, there you are, buddy. Okay. Wait, hold on. This won't stop holding me. Come on in, you stop! Das ist ein Collectible. Oh. I'm sorry. Welcome to the Rambly's Wranglers Registered Grill. Here we have plenty of amenities and... Okay. I can see in your facial tracking that you're scared, angry, upset. Transparency is an important part of our policy here at Indigo Park, so I need to be honest about something. The park has been inactive for years. Employees stop showing up, guests too, the mascots are... I just was so excited to see a visitor, and I wanted to be sure you were given the best experience possible. But I was confined to the entrance for so long, I didn't realize just how much disrepair the park has fallen into. Wasting all of your fun time. Sorry for the inconvenience. But, I have an idea. I have access to the repair documentation in my database. I just can't execute most tasks without authorization from a human user. You must have come here because the park matters to you too, right? Would you be willing to help me restore the park? I can see in your facial tracking data that you aren't opposed to this. Ooh, I'm so excited. Let's get this place back in business. Ich habe ja keine Wahl, ne? Ja, toll. Na, super. Kann ich den Kopf nicht wenigstens mitnehmen? Irgendwie blutiger geworden? Na gut. Okay, welcome to the crew, Rookie Wrangler. Registered. Your first official job as one of Rambly's Wranglers registered is to get out of the Rambly's Wranglers registered room. Head left towards the Rookie Wrangler registered security room to set yourself free. Phew, kind of exhausting to say that whole spiel. But Rambly's Wranglers registered is a registered trademark that expired yesterday. Das kein collectible. Ja, wir haben ja schon einen Löwen, ne? Nein? Aus. Mhm. Was soll ich jetzt noch zu dem letzten? Hattest Eis und Popcorn als Belohnung, ja. Kann ich jetzt noch zu dem... Wir haben ja den Löwen gehabt, wir haben... Wir hatten jetzt wahrscheinlich noch den... Den Schlange. Na, ihn. Hey, buddy. You okay? You look kind of tired. Do you need a moment? Don't worry, it's fine. I don't blame you for taking a rest after all that. Heck, I could go for a nice, relaxing defragmentation myself. But before you settle down, you up for a little survey to help us improve the park? Thanks for visiting Indigo Park. Hope all your dreams came true. If you've got some time and you're up for a lark, stick around for the Rambly Review. I'm here to offer my best to each valuable guest I assist. And lots of happy feedback ensures I get to exist. Let's try it. Were you satisfied with the rides? Yes or no? Were you satisfied with your guide? I sure hope so. Do you plan to come back? Will I see you again? Did your experience convince you to tell a friend about us? Did I earn your trust? At Indigo Park, there is a stark contrast to everything I know this place should be. Of the dark, you've given a spark of sunshine to this kingdom's faithful devotee. At Indigo Park, more than my remarks are mysteries, even I don't know what we might find. But fight through the dark, and I'll be your spark of sunshine to get you out of any bind. That is, if you want to keep going. Oh,
idea! I know all of this isn't fair to you. It's an awful lot to ask. But here comes Rambly Review Part 2 to sell you on our task. I'm here to view and assess each valuable guest as I learn. And lots of happy feedback ensures you're gonna return. I'm so happy you rode a ride and saw the show. I'm so happy to be your guide. More than you know. So come back anytime, I'd love to see you again. In all my thousands of days, I've never had a friend like you. At least I hope I do. At Indigo Park, there is a stark contrast to everything I know this place should be. But out of the dark, you've given a spark of sunshine to this kingdom's faithful devotee. At Indigo Park, more than my remarks are mysteries. Even I don't know what we might find. But fight through the dark, and I'll be your spark of sunshine to get you out of any bind. Till all my old friends are united again, and I won't feel so left behind. Okay, I'll let you go. See you next time, buddy. Please? That's okay. Chapter 2. Ja, das war ganz süß. Fand jetzt halt, spielerisch fand ich es jetzt halt eher so, naja. Es war halt süß. Klar, natürlich irgendwo eine süße Idee. Schön animiert teilweise wirklich. Ganz cool. Ja. Aber so vom Horrorfaktor her oder so, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das Spiel irgendwie eine krasse Atmosphäre hatte zum Beispiel, muss ich sagen. Die Atmosphäre war eher okay, so war halt so da, ne? Aber interessant auf jeden Fall. Nicht so gruselig, ja, genau, würde ich auch sagen. War ganz nett halt, ich fand es jetzt auch so vom Gameplay her, also Gameplay war eher so, wir sind gelaufen, wir haben eine Taschenlampe und wir haben zweimal ein Zahnrad irgendwo reingeschoben. Also das war jetzt so ein bisschen gameplay-technisch nicht wirklich was. Aber Walking Simulator, naja, aber es ist eigentlich kein Walking Simulator, ne? Ja, aber es war schon ganz okay. Ist ein süßes erstes Kapitel. Kommen ja noch mehr Kapitel. Und der Waschbär ist sehr cute. Auch die anderen waren cool. Schade, dass wir das mit der Schlange nicht noch gesehen haben, halt.